So, du schenkst dir eigentlich noch Begrüßung und alles. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video wahlloser Gedankengänge. Wir sind hier mitten im Wald und machen kurze Pause hier von der Fahrradtour, trinken einen kleinen Tee. Und ich habe heute mal die Frage mitgebracht an eigentlich Meister Vergo, könnt ihr euch die ja auch gerne mal stellen. Und zwar, wann war das letzte Mal, dass du etwas um seiner selbst willen getan hast? Wir haben ja im letzten Video, letzte Woche, ich musste deswegen immer mal wieder dran denken, darüber geredet, dass es irgendwie, oder ich habe zumindest behauptet, es muss nicht immer einen Grund für alles geben. Nicht alles, was wir tun, hat einen Grund oder so einen tieferen Sinn oder einen weiterführenden Sinn. So, und dann habe ich aber überlegt und jetzt das so ein bisschen mit in die nächste Woche genommen, habe mal geschaut, so, wann mache ich das eigentlich? Wann mache ich denn Dinge, die gar keinen Grund haben oder die ohne wirklich weiterführenden Sinn sind? Ja, wenn ich dann irgendwie, ich kann zwar spazieren gehen, um dann einzukaufen, aber wann mache ich etwas nur um seiner selbst willen? Ja, zum Beispiel, dass ich wirklich spazieren gehe, um spazieren zu gehen und nicht irgendwo hin will. Oder wann laufe ich nur um zu laufen, wann mache ich Musik nur um Musik zu machen und so weiter und so fort. Wann tue ich etwas wirklich nur um seiner selbst willen? Und das ist relativ selten. Selbst Meditation, wo ich sonst immer so gedacht habe, das ist doch eigentlich das Ding schlechthin, wo ich sagen kann, da sitze ich einfach nur, ne? Ja, das ist eigentlich krass. Wann hat man das letzte Mal einfach nur gesessen, um zu sitzen? So, einfach nur gesessen. Genau. Nichts zu tun. Irgendwie nicht noch irgendwie alles im Kopf durchgegangen. Was mache ich gleich noch? Und da. Alleine so Kleinigkeiten wie, ich sitze, um mich auszuruhen. Ist auch immer wieder so, ich sitze, um gerade etwas zu tun eigentlich. Ne? Ich meditiere für den inneren Frieden. Genau. Und bei der Meditation habe ich es jetzt halt auch bei mir selber bemerkt, dass ich, wenn ich mich am Abend irgendwie mal hingesetzt habe, dann habe ich eigentlich meditiert, um zu meditieren. Also um eine Meditation am Tag noch zu haben. Tägliche Checkliste. Um diese Routine abzuschließen. Ne? Ja. Es ist gar nicht unbedingt gewesen, dass ich einfach nur meditiert habe, weil ich würde sagen, der Zweck von Meditation ist das einfache stille Sitzen in Gedankenlosigkeit vielleicht. Da können wir jetzt auch schon wieder drüber diskutieren. Aber einfach nur zu sitzen. Einfach mal rumsitzen. Mhm. Wann macht man das schon? Ne? Mhm. Oder wann laufe ich hier durch den Wald, wirklich nur um durch den Wald zu laufen? Und nicht hier die Kamera mitzunehmen und ein Video draus zu machen. Mhm. Ich bin gerade meine letzten Tage durchgegangen. Ich habe fast nichts einfach nur um seiner selbst willen getan. Ich habe immer noch irgendwie einen Hintergedanken, eine kleine Intention irgendwie da reingesetzt. Also es ist sehr schwer, da irgendwie so viele Dinge zu finden. Mhm. Was mir nur eingefallen ist, ist der Spaziergang, wie du gesagt hast. Ich bin tatsächlich vor ein, zwei Tagen einfach spazieren gegangen, um spazieren zu gehen. Einfach nur um des Spazierengehens willen. Vielleicht war auch noch kleiner Hintergedanke, frische Luft zu schnappen oder so, aber eigentlich war es nur der Spaziergang. Mhm. Und Musik hören, finde ich auch. Also ich höre Musik häufig, einfach nur um Musik zu hören, um seiner selbst willen. Vielleicht ist da dann wieder der Gedanke bei Musik und auch bei Serien zum Beispiel. Serie kam mir gerade auch noch in den Kopf, wenn ich eine Serie schaue, um der Serie willen. Aber das ist dann halt wie genauso wie die Musik einfach Entertainment. Vielleicht schon ein bisschen Unterhaltung drin. Genau. Und das ist halt wieder so ein Hintergedanke. Ja. Also sehr interessant, ey. Einfach nur ist schon schwierig, Dinge aber ich zu tun um seiner selbst willen. Ja, ist schon nice. Und es gibt halt Leute, die sehen darin eine ganz, ganz große Glückseligkeit. Ist ja auch so ein bisschen eine der großen Pfeiler der Zen-Philosophie eigentlich, dass man wirklich Dinge um seiner selbst willen tut. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich auch wirklich. Und ich mit dem Gedanken einschlafen um 6 Uhr morgens will ich unbedingt aufstehen, um zum Job zu gehen, um mein Geld zu finden, bla bla bla. Wenn ich esse, esse ich auch wirklich. Das heißt, ich schaue nicht nebenbei noch bei YouTube irgendwelche Videos. Ich quatsche nicht die ganze Zeit rum, sondern konzentriere mich darauf, nur mein Essen zu genießen. Ich esse tatsächlich mal nur. Das ist eigentlich auch super selten gewesen. Ne? Oder super selten überhaupt, dass man es macht. Also meistens macht man doch irgendwas anderes oder ist im Gedanken irgendwo anders schon. Aber selten wirklich nur beim Essen. Und wenn man geht, dann ist das Wichtigste einfach zu gehen. Jemand, der mich da immer wieder gut zurückbringt, ein absoluter Meister, einer der coolsten Typen überhaupt, ist Ryokan. Zen-Meister Ryokan. Ich habe jetzt ja gerade schon Zen gesagt. Was das Ganze ist und so weiter, spielt jetzt gar nicht so eine große Rolle. Ist auf jeden Fall, spielt generell wahrscheinlich keine große Rolle. Aber was das so ein bisschen mitbringt, ist auf jeden Fall diese Idee von Dinge um seiner selbst willen tun. Und ich weiß nicht, dieser Typ schreibt Gedichte, oder es gibt so eine Gedichtesammlung hier in diesem Buch. Der hat sein ganzes Leben lang irgendwo mitten im Wald in so einer kleinen Hütte verbracht und hat da einfach nur tatsächlich um des Lebens selbst willen gelebt, vielleicht im tiefsten Sinne oder in dem ganz tiefen Sinne. Sehr, sehr faszinierender Mensch. Hat dort für sich selbst um der Gedichtswillen Gedichte geschrieben, hat er auch mit keinem geteilt, wurden dort aber gefunden und hier in so einem Buch zusammengebracht. Und
Es sind sehr, sehr, sehr coole, sehr, sehr schlichte Gedichte, die alle diesen Vibe haben. Diesen Selbstzweck-Vibe. Mhm. Und das hört man richtig krass raus. Pass auf, ich lese mal was vor. Ich lese einfach mal Frühling vor. Der steht ja demnächst wieder vor der Tür. Und da kann man ein paar coole, hat er ein paar coole Gedichte zugeschrieben, zu dieser Jahreszeit einfach. Man sagt, der Frühling sei gekommen. Und der Himmel voll von Nebel. Doch auf den Bergen keine Blumen, nur Schnee. Das war's. Om Shanti. Tiefe Weisheit. Es ist schon irgendwie cool, oder? Weil es ist, diese ganzen Gedichte haben halt keinerlei großartige Bedeutung. Oder das Einzige, was sie aussagen, ist so ein bisschen fast so eine Bericht, so eine Erzählung einfach über das, einfach, was gesehen wird. Es ist einfach so ein die Bericht. Aussage selbst, die dahinter steht. Da ist kein Hintergedanke irgendwie noch mit reingebracht, sondern es ist einfach nur das, was ist. Und das drückt es aus. Und das ist wunderschön. Überall, wohin du schaust, sind die Berge bedeckt mit Dunst und blühenden Kirschbäumen. Die Frühlingsvögel sind alle zurückgekehrt und von jedem Baum treibt ihr Lied dahin. Lass uns doch einen Becher Sake nehmen. Ich finde das so schön, ich finde diese Gedichte so cool. Einfach, was ich immer gemacht habe, war, als damals die Uni noch auf hatte, das war noch Zeiten damals, da bin ich morgens zur Uni gefahren und habe halt immer eins von diesen Gedichten gelesen, um tatsächlich, weil sie mir irgendwie so einen tiefen Frieden beschert haben. Weil die Dinge einfach so sind, wie sie sind. Oder das hat so ein bisschen die Idee von, die Dinge sind, wie sie sind. Ne? Wie ein Feld der Schnee, es dämpft den Klang vom Wasserfall. Sechst ein Baum. Und da hinten ist Gras. Also, er schreibt das natürlich irgendwie alles trotzdem noch mit so einem kunstvollen Ummantelung, was es irgendwie auch nochmal richtig cool macht. Aber so ein bisschen diesen Vibe mitzunehmen, diesen Selbstzweck-Vibe, das hilft mega für meinen Alltag tatsächlich. So ein Gedicht inspiriert mich immer dazu, die Dinge mehr zu tun, einfach um der Dinge willen. Genau. Und das wollte ich einfach mal mit euch teilen. Schön. Schöner Gedanke. Das war's dann auch schon wieder mit diesem klitzekleinen Takami Galaxy Video. Ein paar wahllose Gedanken. Der wunderschönen Natur. Herzen der Natur. Ah, ist das schön hier zu sein. Genau, mit vollem Magen lässt es sich am besten schlafen. Yeah, abonniert man. Diesen Kanal, abonniert unseren Hauptkanal für lustige Vlogs. Abonniert uns auf Instagram. Ganz wichtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, und tut vielleicht mal was um der Tat selbst willen. Ist, glaube ich, ganz cool. Also macht eigentlich auch jedes Mal, wenn ich sowas mache, dann bereue ich es nie. Es ist wirklich immer, dass ich so großes Heil darin finde, so viel Glückseligkeit. Aber wenn ich dann wieder ein bisschen raus bin aus diesem Vibe und diesen Gedichtsvibe nicht mehr mitnehme, dann denke ich mir immer so, jetzt einfach nur spazieren gehen, um spazieren willen, naja, weiß jetzt nicht, hier kann ich auch ein bisschen produktiver sein, kann ich auch noch andere Sachen machen. Ne? Ja. Oder jetzt spazieren gehen, ja, aber dann kann ich auch gleich noch den Einkauf mitnehmen. So. Oder mich hier mit dir treffen oder sonst was. Das ist schon... Ja. Genau, glaube ich, kann man mal, sollte man machen.